Ich muss mal deinen Stammbaum ansehen. Dein Vorfahre sagt, du bist nicht mal eine Mutation. Warum habe ich dich dann überhaupt behalten? Ich werde jetzt Folgendes tun. Nicht Forsthelm. Weg damit. Das lösche ich. K-I-L-L und tschüss. Du hast mir Zeit und Bären geraubt. Kann ich sie bitte wieder haben? Danke. So. Wer sind die Nächsten? Vielleicht sollte ich die das... Das ist ein Blackface-Weibchen. Das ist auch ein Blackface-Männchen. Ich dachte, die wären was Besonderes. Oh, er ist tot. Wie cool. Normalerweise sagt man nicht, er ist tot. Wie cool, aber... In dem Fall? Dass sie keine Überlebenschance haben... Wenn man die nicht füttert. Das... Jo, jetzt sterben sie alle weg. Habt ihr verdient? Oh nein. Moment, er ist erwachsen. Ach nein. Ich habe jetzt einen Zuchtdodo getötet. Ups. Naja. Okay. Das war eigentlich eines meiner Nachzuchten, denke ich mal. Aus der ersten Generation. Aber wir kriegen das schon wieder hin. Ich meine, wir haben noch ein paar Reserveweibchen. Und ich denke, wir bauen jetzt mal alles um die Red Faces drumherum. Werden zwar die Red Faces nichts mehr Besonderes sein. Aber, ja. Du hast Urlaub. So, wo treibt sich hier noch ein Weibchen rum? Ich glaube, es sind immer noch die Männchen. Das ist ein Red Face. Um das Red Face drumherum versammeln sich... Du kommst mal hier hin. Du siehst deinen Zwillingsbruder jetzt mal beim kleinen Dinge machen zu. Moment, wer bist du? Du bist ein Männchen. Geh mal weg. Dann hier noch das Weibchen dahin. Geh nicht weg. So, du bleibst jetzt schön hier. Das hast du nämlich wie einen schönen Liebhaber. Genießt deine Zeit mit deinem Liebhaber, kleiner. Mein kleiner Red Face. Ich weiß nicht, ob die Black Faces schon... Mutation waren, ich glaube ja weniger, auch wenn die fast danach aussahen. Aber wenn das, wenn die Tafel das nicht so angezeigt hat. Die sind so keine Mutationen. Ah, scheiße, mein Feuer brennt ja noch. Oh nein, das ist schon wieder aus. Ach, Kacke. Gerade mit Stroh geht das sehr schnell. So, jetzt schummel ich mal so ein bisschen die Tageszeit. So. Guten Morgen. Jedenfalls. Versuche ich jetzt mal noch meine Paarungskonstellation zusammenzulegen. Dann habe ich wieder alles so beisammen, wie ich das beisammen haben will. Zur Paarung bereit. 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 Und bereit. Sehr schön. Brauche ich noch ein Weibchen, welches glücklich sein will. Bist du bereit? Du bist bereit. Du kommst hier in diese Lücke. So. Hier passt noch jemand hin, oder? Ja, eine passt da noch hin, aber ich habe keine mehr, glaube ich. Moment. Dieses neue Weibchen hier habe ich noch gar nicht.
mit einbezogen. Nein. Das neue Weibchen habe ich noch gar nicht mit einbezogen. Das kann die Lücke hier rein. So. Und die ist noch nicht umgestellt, aber die ist jetzt zur Paarung bereit. So. Lasset. Lasset dies hart. Oh, Schatz. Lasset dies hart des Teufels Früchte tragen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Ich bin ein klitzekleines bisschen außer Atem, denn ich habe gerade ein kleines bisschen gimme.
Champions mit niedrigem Level, so wie dich. Ja, leider müssen wir dich opfern. Was? Für wen? Brad Pinchor. Bitte nicht! Ich hab fast Level 2! Raid Shadow Legends. Habe ich die ganze Zeit aufgenommen. Shit. Ich wusste gar nicht, dass ich die ganze Zeit aufgenommen habe. Ich dachte, ich bin die ganze Zeit offscreen. Ach du Kacke. Naja. Das war jetzt gerade aus Versehen passiert, weil... Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil... ich meine Dinger geguckt habe und ich eigentlich wieder brüten wollte, Fragezeichen. Aber dann merke ich, eigentlich habe ich noch nicht genug Eier. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich gerade in der Zeit getan habe. Ich habe nämlich gerade bei YouTube ein Video gesehen. Wenn ihr das gehört habt, dann tut es mir leid. Während ich meine Dosis gepaart habe. Aber ich muss euch auch sagen... das Paaren von Dodos ist eine langwierige Sache. Wenn ihr das gerade jetzt ungeschnitten gesehen habt, dann tut es mir wie gesagt leid. Denn, ja, das war jetzt ein kleiner Unfall diesbezüglich. Dass da auch nichts von mir kam. Abgesehen davon, dass man ein kleines bisschen vom Spiel gehört habt. Aber die werden jetzt gleich wieder fertig sein. Und dann werden wir wieder hinrennen. Zum großen Brüten. Wir brauchen einfach nur noch ein paar mehr Rotgesichter.
Und dann können wir schon weitermachen. Das Weibchen voll der Außenseite, die hat. Die haben alle dunkle oder farbige Gesichter und was macht die? Die hat ein voll blasses Gesicht. Sieht das so, Jan? Jedenfalls sind sie auch gleich fertig. Dann haben sie wieder Eier. Jeder von ihnen. Alle auf einmal. So. Einmal effen. Nochmal effen. Und da gibt es nicht mehr zu effen. Na gut. Deaktiviere ich erstmal wieder das Männchen. Das ist. Ja, das fand ich das ein kleines bisschen doof. Dass ich vergessen habe, dass ich sehe, wie die Zahlen gezählt haben. Sollte es jetzt drin sein, dann können sie es jetzt verbrennen. Okay. So. Alle Eier sind da. Sind genauso viele eigentlich. Eigentlich sind das genauso viele. So, und wie gesagt, es tut mir leid. Wo ist mein Vogel hin? Da ist er. Einmal hoch und einmal zurück und einmal rum und rum rum und bumm. So, währenddessen gucken wir ihnen dabei zu, wie sie jetzt schlüpfen. Und schauen wir mal, ob hier sogar schon neues Ding da drin ist. Eine neue Mutation. In einem der Kleinen müsste es ja schlummern. Rot, 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 blau, blau, rot, rot, blau, blau, rot. Wir behalten mal so ein paar Rotgesichter, denke ich mal. So ein blaues Rot, so ein blaues Rotgesicht hier. Als Zuchtindikator. Das ist sehr schön. Genauso wie das Baby hier, das prägen wir alles. Ja, behalten mal so ein paar Rotgesichter, wie schon gesagt, und da ist noch ein Rotgesicht. Das Grüne da vor mir aus auch. Nein. Ah, so. Und jetzt wuseln die so kreuz und quer so rum und jetzt kann man sie nur noch töten. Hoffen wir nur, dass jetzt die Dodos hier nicht alle auf die Idee kommen, da hinzukommen. Okay. Das dürfte es gewesen sein, denke ich. Ihr beiden, wer seid ihr? Ach so, ihr seid Jungs. Dann ist es kein Problem. Dann ist es wirklich kein Problem. Jetzt habe ich ein paar Rotgesichter behalten für die zukünftige Zucht. Sie brauchen jetzt nur noch ein paar Bären, dann werden sie happy. Hey ihr lauft hinter den falschen Dinosaurier her. Ich bin nämlich hier drüben. Wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt, fang die Triceratops. Wir treiben jetzt erstmal ein bisschen von der Insel weg, damit ich sie in Ruhe füttern kann. So, der Triceratops kann sie jetzt alle nehmen, die Bären. Übertragt sie mir, dankeschön. Denn die können ja auch nicht unendlich lange ohne Dings bleiben. Okay, ihr Rotgesichter. Jetzt seid ihr dran. Ihr bekommt 54 davon. Du reifst schnell, Mann. Du reifst auch schnell, Mann. Du reifst auch schnell, Mann. Und du erst. Ich bin stolz auf dich, Baby. So, jetzt können sie erwachsen werden. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Schlecht die sind. Du bist ein Mädchen.